Alles rund um den Offroad-Sport bei Helten Motorshop in Gunskirchen. auna-ooe.at. Salzi TV. Dort sehen und hören Sie das, was sich in Ihrer Region tut. Salzi.tv. Gasthaus Scheich in Wallern. Dort, wo es die wohl besten Back- und Brathändel des Universums gibt. Scheich-Wallern.at. Sam Eyewear steht mit den Marken Escape und Zecco für Avantgarde, Raffinesse und Innovation. Unsere Produkte sind modische Accessoire und wichtiger Schutz für die Augen. sam-eyewear.com. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Aktuelles aus der Region für die Region. Sport, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und vieles mehr. regional-magazin.at. Es ist, um es in Eurozeiten in der Fußballsprache auszudrücken, ein spektakulärer Halbzeitpfiff, der da im Match um oberösterreichische Motocross Cup und oberösterreichische Motocross Landesmeisterschaftspunkte in Behamberg ertönt. Wir haben 3600 Einwohner, also an und für sich eine mittelgroße Gemeinde, ganz am Rande von Niederösterreich, die westlichste Gemeinde unseres Bundeslandes, sind im Prinzip sozusagen Grenzgemeinde zu Oberösterreich, haben die Arbeitsplätze, die großen Schulen da drüben und sind Grenzgänger, was das betrifft, aber fühlen uns recht wohl in dieser Situation, dass es dort und da mitnaschen zu dürfen und andererseits so tolle Vereine zu haben wie den MCC Behamberg. Der angesprochene Motocross-Club Behamberg liefert den Aktiven auf und den tausenden Fans an der Strecke an zwei Tagen ein Motocross-Spektakel der Extraklasse. Also wir machen es eigentlich alle zwei Jahre, eine Veranstaltung, wo wir uns für die Öffentlichkeit präsentieren. Wir haben eine Trainingsgemeinschaft, wo wir eigentlich in der Sommersaison jeden Dienstag und Donnerstag trainieren können, da die Möglichkeit haben. Und dass wir eben auch öffentliche Sachen machen, machen wir alle zwei Jahre Veranstaltungen, ordentliche. Wir versuchen immer eine Top-Veranstaltung zu leisten und wir haben zurzeit um die 120 bis 130 Köpfe im Einsatz. Die Vorbereitungen dauern circa 3 bis 4 Wochen und ja, wir sind einerseits einmal froh, wenn es vorbei ist, aber wenn man da jetzt so rausschaut in die Kulisse, ein Top-Event, ein Top-Wetter, Top-Stadt, ein prachtvolles Fahrerfeld, also wirklich ein Hit, glaube ich. Unter den Bedingungen bei der Hitze und so wie die das in den Griff haben, besser geht es fast nicht. Also viele Zuschauer, viele Fahrer, es macht alle einen Spaß, es haben alle einen Grenzer. Außer es hat einer gerade irgendwo einen Hoppala gehabt, aber normal ist absolut eine Top-Veranstaltung. Fast schon Staatsmeisterschaftsniveau hat das Teilnehmerfeld in der oberösterreichischen Motocross-Landesmeisterschaftsklasse MX Open. Absolut, also ja, allen voran einmal der Schmiedinger Andi, absoluter Topfahrer in die eigenen Reihen, MCC Behrenberg, wenn ich schaue, ein Sonnleiter Patrick, ein Wimmer Patrick, Hirschlucki, der Wesseli Alex, also wir sind wirklich stolz, dass wir da halbwegs mithalten können und dass wir so viele Leute am Start haben. Was die Jungs dann bei den zwei Tagesläufen abliefern, ist Motocross-Sport auf höchstem Level. MIBAG Honda Schmiedinger-Pilot Andi Schmiedinger muss seine ganze WM-, EM- und ÖM-Routine ausspielen, um sich den Sieg im ersten Durchgang zu sichern. Ja, es war wirklich ein toller Kampf. Die MCCB beim Bergfahrer nutzen den Heimvorteil voll aus und da muss sogar ich ordentlich dran halten. Und ja, war ein super Fight mit Patrick Wimmer. Ich hätte schon fast einmal gehabt durch einen Überrunder, aber da habe ich Fair Play gemacht, weil es wieder spannend sein und wollten so überholen. Und zum Schluss habe ich noch mal einen Fehler gemacht in der letzten Runde, wäre es noch mal knapp geworden. Also ausruhen darf ich mich da nicht. In Hit 2 reicht dem Top-Motocrosser ein taktischer dritter Rang zum Tagessieg vor Philipp Wimmer und Local Hero Lukas Hirsch. Landesmeisterschaftsleader Michi Prammer fährt als Vierter der Tageswertung mit 33 enorm wichtigen Punkten zurück in das Land der Vier Viertel. Ebenfalls als Tagesvierter und damit weiterhin als Spitzenreiter der MX2-Landesmeisterschaft verlässt Patrick Breinfalk Behamberg. Der MSC Käfermarkt Kreck liefert dabei eine ganz starke, weil sehr schmerzhafte Leistung ab. Der KTM-Pilot verletzt sich am Knie und lässt aus diesem Grund auch seinen Start in der MX Open sausen.
Die Jungs, die vor ihm ins Ziel springen, halten sich bei beiden Läufen an das Protokoll. Alex Wessely feiert zwei Start-Zielsiege. Zweimal als Zweiter wehrt Christoph Zeintl hinter dem Motocross-Jungstar die Linie. Zweimal als Dritter klettert Florian Rusbeckhofer auf das Stockerl. Nach drei Renntagen mit sechs Läufen kennt der HSV-Wels-Pilot David Schartner das Gefühl einer Niederlage 2016 noch nicht. 150 Punkte in der Landesmeisterschaftswertung. Und trotzdem heißt es für den jungen Husqvarna-Piloten, nix ist fix. Denn sein Teamkollege Felix Neuhofer sitzt ihm mit nur 20 Punkten Rückstand vor den letzten drei Renntagen hartnäckig im Nacken. Dass Motocross schon längst keine reine Männerdomäne mehr ist, das beweist Behrenberg augenscheinlich und in sehr hübscher Weise. Alleine in der Hobby MX2 stellen vier sehr fesche Dirndln ihre Frau. Am schnellsten kommt das Töchterlein von MCC Behrenberg-Obmann Robert Galeitner, Isabella Galeitner, aus dem Startgatter. Kleinere Probleme gibt's dagegen für Daniela Wieser. Das blöde Gatter macht einfach nicht das, was Dani will. Nach der Problembereinigung gibt aber auch die Dame vom MST Seitenstetten, so wie ihre Kolleginnen Stefanie Alber vom Veranstalterclub Behrenberg oder Vanessa Krammel, mächtig Gas. Die Ladies wissen ganz genau, wo sich Gasgriff und Bremse befinden. Am ersten wird kräftig gedreht, die Bremse ist zwar da, bleibt aber eher ungenützt. Mit der MX2 Hobbyklasse sind wir bei den schnellen Amateuren gelandet. In Behrenberg macht Michael Weißmann einen weiteren 7-Meilen-Schritt Richtung oberösterreichischer Motocross-Cup-Gesamttitel. Er holt sich mit 50 Zählern beim dritten Renntag zum dritten Mal das Punktemaximum. Ich bin letztes Jahr, also dieses Jahr umgestiegen auf 125 und ja, jetzt habe ich die Führung. Das gefreut mich. Was war das Schwierige bei deinem Umstieg? Ja, also dass man sich aufs neue Motorrad gewöhnt, auf die Gräs. In der Hobby MX1 nutzt der Lokalmatador vom MCC Behrenberg seine Streckenkenntnisse eiskalt aus. Mario Pichler siegt vor Simon Ziegler vom MSC Kronast und vor Achim Fiebich. Mit seinem vierten Tagesrang übernimmt Franz Egle die Führung in der Cup-Gesamtwertung. Bei denen, die eigentlich noch gar nicht Rad, dafür aber sehr schnell Motocross fahren dürfen, denn 65ern ist HSV Wels Youngster Jürgen Lehner eine Klasse für sich. In Behrenberg muss er sich zwar im ersten Lauf noch Kevin Schneeweiß vom MC Pulkautal geschlagen geben, den zweiten gewinnt er aber und holt sich so auch den Tagessieg. Hier die punktgenaue Analyse des jungen Behrenberg-Champ. Ja, es läuft sehr gut. Ich habe eigentlich öfters bei den Rennen ein Pech gehabt. Und ja, es sei das erste Mal, dass ich wieder mal am Einserstockerl stehe. Damit, last but not least, zu den Old Boys. Beim MCC Behrenberg heißt der Boss ja bekannterweise Robert Galeitner. Und der zeigt seinen Gästen, wo der Robert den Most holt. Von der KTM des Steirer Polizisten sieht der Rest des Feldes zweimal nur den Auspuff. Cup-Leader Mario Martins ist zweimal sein schärfster Verfolger. Das ergibt 44 wichtige Points in Sachen Gesamtsieg. Hinter dem Bayer Jürgen Lohr und dem Welser Marco Walter legt Mr. Oberösterreich Cup Ernst Helten eine weitere Talentprobe ab. Auf seiner kanariengelben Yamaha fährt und hüpft der Gunskirchner auf den 5. Platz in der Tageswertung. Mit dem Top-Renntag in Behrenberg ist Hälfte 1 im Oberösterreichischen Motocross Cup und in der Oberösterreichischen Motocross Landesmeisterschaft abgehackt. Jetzt wird bis 28. August vorerst einmal der Sommer genossen. Danach geht's in Kaplitsche, in Herzogsdorf und dem Finale in Taufkirchen in Halbzeit 2. Alle Termine, Infos und Ergebnisse gibt es wie immer auf www.ooe-motocrosscup.at.